Im Rahmen des Interreg Deutschland-Niederland-Programms wurde das neue grenzüberschreitende Projekt DIVA genehmigt. Dieses zielt auf die Bewältigung von Dürren ab, die Deutschland und die Niederlande durch den Klimawandel zunehmend bedrohen. Das Projekt konzentriert sich auf die Umsetzung konkreter Maßnahmen in der Grenzregion zwischen den beiden Ländern im Interreg-Programmgebiet. 10 Projektpartner, darunter Wasserschutzbehörden, Universitäten und Landkreise, verfügen über ein Budget von insgesamt über 6 Millionen Euro. Damit sollen Strategien gegen drohende Dürre entwickelt, sowie der Informationsaustausch und die Koordination zwischen den Behörden verbessert werden.